Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder hier seid bei mir und meiner Nail-Fantasie. Heute gibt's ein Review von zwei Produkten vom Born Pretty Store, zwei neue Chameleon Pearl Nail Stamping Polishes. Cynthia hat mir zwei Nagellacke geschickt aus der neuen Chameleon Pearl Reihe, so heißen die, ebenfalls auf der Webseite. Das sind also Stamping Lacke und wir haben hier einmal den Purple Sky. Da seht ihr, dass der so ein bisschen rosa-golden schimmert. Und dann haben wir hier den Moonlit. Der schimmert also so ein bisschen blau-silberig. In der Flasche ist er jetzt erstmal nicht ganz so Chameleon-mäßig. Schauen wir mal, wie das beim Swatch dann aussieht. Das sind kleine Fläschchen. Das sind so die üblichen Fläschchen, die Born Pretty hat. Ich schaue gerade mal wegen der Größe. Da steht nirgendwo was drauf. 6 Milliliter. Doch, hier hinten steht's. 6 Milliliter. Wie immer linke ich euch die direkten Produktlinks unten in die Beschreibung. Und ich habe natürlich auch einen 10% Code, wenn ihr was bestellen wollt beim Born Pretty Store. Den poppe ich ab und zu mal auf und der ist auch unten in der Beschreibung dann zu sehen. Wir machen heute Swatches auf schwarze und weiße Tipps und ich werde auch hier eine kleine Nail Art auf meinen Nägeln machen und wir benutzen dafür auch eine Platte vom Born Pretty Store. Die habe ich jetzt allerdings gewonnen bei einem Gewinnspiel von der lieben Lisa. Hallo Lisa von Lisa for Beauty. Das ist eine Platte mit sehr schönen Mustern, die man jetzt im Frühling benutzen kann. Die BP15, eine der kleinen Platten und hier haben wir so einen Frühlingsvogel mit diesen verschiedenen Swirls. Diese zwei Muster werde ich benutzen, um die Lacke zu testen. Es sind natürlich hier noch andere Sachen drauf. Hier hat man so eine Art Marilyn Monroe und hier nochmal so Swirls und hier gibt es noch küssende Paare. Ich denke mal, dass das auch so ein Valentinstagsplatte war. Und ja, gibt's nichts weiter dazu zu sagen. Ja, ich stempe heute wieder mit dem Born Pretty Red Metal Stamper. Alles, was ich benutze, linke ich euch unten rein und wir fangen direkt an. Also, ihr kennt den Drill, ich lasse es schneller laufen. Zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und bis nachher mit den fertigen Swatches und meinen Gedanken zu den Nagellacken. Bis gleich. Da bin ich wieder. Na, was sagt ihr denn? Als erstes, die Platte ist super schön, gefällt mir sehr gut. Kein Problem mit dem Pickup, das habt ihr ja gesehen. Mit den Nagellacken, da habe ich also definitiv hier den blauen. Das ist mein Favorit. Der pinke ist für mich so ein bisschen...
Also, wie soll ich sagen? Da habe ich mehr Pink-Schimmer mit Gold erwartet. Das kommt jetzt wirklich nicht ganz so gut raus. Der schwarze Hintergrund finde ich in dem Moment auch nicht so gut. Deshalb habe ich das hier auch nochmal auf einem helleren Hintergrund gemacht. Also der Pink, das sieht man auch auf dem Weiß. Da schauen wir mal, dass wir das noch ein bisschen besser scharf kriegen hier für euch. Ich glaube, so kann man es ganz gut erkennen. Jawohl, so. Also hier auf dem Schwarzen sieht man es schon, allerdings nicht so prominent wie jetzt der Blaue. Der Blaue sieht also ganz toll aus auf dem Schwarz. Ich kann aber jetzt ehrlich gesagt keinen Chamäleon-Effekt erkennen. Ich weiß nicht, warum sie den Chamäleon-Stamping-Lack genannt haben. Es ist ein schönes Blau. Perleffekt, ja, würde ich schon sagen. Auch auf dem hellen Hintergrund finde ich den Blauen sehr, sehr schön. Aber der Pinke, der verliert so ein bisschen was. Er hat ein bisschen Gold mit drin, aber das macht ihn so ein bisschen von der Farbe, ja, nicht ganz so interessant, finde ich. So ein bisschen langweilig. Ja, das ist mein Fazit zu dem Pinken. Den finde ich einfach ein bisschen auf hellen Hintergründen auf alle Fälle ein bisschen langweilig. Auf dunklen Hintergründen sieht er etwas schöner aus. Und da schauen wir uns jetzt auch meine Nägel mal an. Da finde ich also hier mit dem hellblauen Hintergrund sieht es definitiv besser aus. Der schimmert auch schön. Ich hatte auch den No Smudge, also den nicht schmierenden Topcoat von Born Pretty dann benutzt. Das habt ihr im Video auch gesehen. Und da gefällt mir das ganz gut. Aber wie gesagt, den Blauen, das sieht man hier auch, der hat was, ne? Der ist schön für den Frühling, kann man den schön benutzen. Den Pinken finde ich einfach ein bisschen langweilig. Meine persönliche Meinung, darum geht's hier. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Habt ihr vielleicht von den Lacken schon was? Wenn ja, unten in den Kommentaren. Ich freue mich immer von euch zu hören. Das war's nämlich schon für dieses Mal. Alle Produktlinks unten in der Videobeschreibung, also bitte reingucken. Und falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt, auch bitte gerne unten in der Kommentarbox eingeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Hinten zum Schluss kommt eine kleine Bubble, da könnt ihr draufklicken, kostet nichts. Und dann verpasst ihr keine meiner künftigen Videos. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit, wo immer ihr auch seid. Und tata, bis zum nächsten Mal.